Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Shadowhawk 2D2. Ausgestattet ist die Kiste mit 2 Medium Lasern, einer AC-10 und 4 Streak Short Range Missile 2. Einfach, weil das Ding so unfassbar geil ist mit diesem Bild. Man hat Punktschaden, man hat Brickin Energy, Laser, Waffen, Gedöns, Damage und man hat Streak Short Range Missiles, womit man entweder einen gezielten Alpha Strike raushauen kann, der mal schön auf die Gliedmaßen geht. Oder aber, um den Gegner auch nicht zu trollen und zu nerven, nimmt man das Ganze im Chainfire Mode und hält es auf Dauerfeuer halbwegs. Das macht sehr viel Spaß. Jetzt kicken wir mal, also bei Assaults würde ich bei schwereren Mechs, ja so ab Medium tatsächlich eigentlich schon, würde ich auf einen Alpha setzen und bei Light Mechs, würde ich auf einen Chainfire setzen. Einfach weil das Cockpit immer so schön durchschüttelt, das hilft euch unfassbar gut im Kampf gegen alles Mögliche. Und bei Lightmax würde ich halt auf den Alpha gehen. Oh. Verdammt, da konnte ich gar nicht mehr rückwärts laufen, weil ich hier irgendwie an der ollen Kante war. So. Hui. Das Öhrchen zumindest noch erwischt. Nice. So. Wir wissen jetzt, wo der Gegner ist. D4, D5 und lassen es mal ordentlich krachen. Bei Lightmax halt auf Alpha gehen, weil... Okay. Weil ihr so eine bessere Chance habt, auch wirklich alles zu erwischen, wo ihr drauf gehen wolltet. Hier können wir einfach mal bam 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 stehen bleiben, zielen, feuern. Roh und CT hat er jetzt von da hinten. Das war aber, glaube ich, jetzt mal eine Runde, die er ziemlich schnell bereut. Da hinten ist was, was sich so ein bisschen im Loop verdubt. Yay, Stalker getroffen. Das ist das Geile auch an diesem Mech einfach. Er hat Jump Jets, er hat eine Ballistik für Punktschaden, womit man ordentlich nerven kann. Und er hat ein paar Waffen für ein paar garantierte Treffer, nämlich die... Na, Streak Short Range Missiles. Das ist aber nicht der angefressene Blackjack-Bahn. Ja, der müsste auch schon ganz schön doof sein, wenn er nicht so nah an die Front begibt, mit dem Schaden, den er schon hat. Ah, da hinten ist tatsächlich ein Atlas, ich glaub's ja nicht. Ey, wie bitte? Liegt der jetzt einfach runtergefallen? Oh, der Heavy Metal hier, der hat irgendwie einen Kill gemacht, der Gegner, der Bösewicht, der... Ah, oh, verdammt, jetzt bin ich gleich wahrscheinlich der Nächste. Ui, und zurück. Was hat denn der wohl abgeschossen? Wo ist es? Jenna, na gut, das ist noch in Ordnung. Das kann man verkraften. Das ist jetzt aber mal ein schönes Stellungsspiel, was hier so betrieben wird. Das gefällt mir ausgezeichnet. Yay, das ist auch das Geile an den Streaks, dass man eben mit so einer Jumpjet-Aktion dann halt trotzdem schon mal ein bisschen Schaden rausdrücken kann. Zu oft sollte man das aber nicht machen, wenn der Gegner bemerkt, dass man das macht. Schade, schade, schade. Aber der meiste Schaden ging tatsächlich so aufs Bein. Da kann man auch wirklich, glaube ich, sehr gut mitleben. Oh yeah, der Victor, der ist auch bald hinüber. Ob ich da vielleicht einfach mal hinterherjage? Oh, das war eine schlechte Idee. Oh, der hatte einen XL, der wurde richtig weggefetzt, glaube ich. Geilo! Und jetzt... Ah, oh, nein, das war es nicht wert, das war es nicht wert. Oh, verdammte Scheiße. Mein CT, meine Beine, oh mein Gott. Gleich sage ich wahrscheinlich mein schöner Mac. Shit, das kommt von der Gier. Heidewitzka. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, bevor das Ganze hier zu Ende ist, mehr zum Bild erfahrt ihr natürlich am Ende des Videos, wo ich euch im MacLab die komplette Kiste einmal halbwegs erkläre, wo ihr auf jeden Fall seht, was verbaut ist. Und ja, ich muss mich mal ein bisschen zurückhalten. Ein Kill hat unser Team jetzt. Wobei da wirklich viele angefressene Gegner sind. Der Atlas da hinten, der dürfte nicht mehr viel haben. Hier vorne, ah, Kiegis, das ist der Blackjack, den ich eigentlich gerade erwähnen wollte. Müsste ein Blackjack sein, der halt hohen CT hat. Zwar vorne noch ein bisschen Panzerung, aber viel kann es eigentlich nicht mehr sein. Oh, da sind viele ankaputtete Gegner. Wenn wir jetzt hier jemanden in unserem Team haben, der noch wirklich richtig viel Panzerung hat und sowas, der dürfte echt so seinen Spaß kriegen. Ach, hier der... Oh, hier ist noch einiges. Bei zwei Atlanten, die gut dabei sind. Hier der Jagermech. Da geht noch einiges. Was hat er denn? Ja, ist noch akzeptabel. Es guckt aber auch keiner mal irgendwie hier um die Ecke, was da so abgeht, ne? Zu gefährlich.
Ich mach's natürlich, ich bin todesmutig. Ja, hier hellenhafte Mucke im Hintergrund, da kann man sich ruhig mal trauen, um die Ecke zu kommen, um die Ecke, um die Ecke. New target acquired. Flankmanöver wäre an dieser Stelle natürlich auch unfassbar gut. Oh no. Drecks Raven wieder, ne? Aber Flankmanöver kann ich mir absolut nicht erlauben. Hätte ich noch Panzerung, ein bisschen mehr, dann ginge das wohl klar, aber so. Alter. Katapult K2 auch noch. Oh, jetzt hat er einen offenen CT. Ey, ich kann gerade echt hauptsächlich nur den Zuschauer machen. Das ist so ätzend. Oh, der hat in meine Richtung geguckt. Ich hab Schiss. Yikes! Oh! Assist habe ich auf jeden Fall noch mitgenommen. Fuck, jetzt der. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, sie machen hier von allen Seiten. Sie starten einen richtigen Angriff. Oh fuck, 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 oh fuck. Yeah. Du bist doch der Blackjack, der so angegriffen ist. Ich beende das jetzt. Ich setze mir zwar auch ein Ende jetzt mit dieser Aktion, aber was soll's. Hui! Ach, das musste einfach endlich mal irgendwie enden. Aber vielleicht bringt es meinem Team gerade das, was es braucht. Wobei, ja, was machen die jetzt alle so weit unten? Ich dachte jetzt, ich hatte die Hoffnung, dass da sowas wie ein Push hinterher folgt oder so, aber leider nein. Und das, wo die eigentlich alle so gut erhalten sind. Schade, ey, schade, schade, schade. Player of Man. Boah, Set. Einfach nur ganz viele Medium Laser und AC-20. Sorry, aber das könnte ich halt auch in so manch anderem Make haben. Wobei es ist ein Bild, der simpel ist und auf jeden Fall funktioniert. Kann man ja nicht. Eigentlich auch nichts gegen sagen. Ja, ich bedanke mich schon mal fett fürs Zugucken. Denkt dran, registriert euch im Forum. Der Link zum Forum ist in der Videobeschreibung. Ladet euch Razer.com zu die Kommunikationsplattform runter. Auch der Download-Link befindet sich in der Videobeschreibung. Und alles Nötige zu Mac, was so drinnen steckt und so, erfahrt ihr jetzt gleich im Anschluss im MacLab. Und jetzt kriegen wir nochmal eben hier, wie der Rest so richtig hart auseinandergenommen wird. Noch ein Jager-Mac über, aber der wird es wohl auch nicht mehr so lange machen. Der hat bestimmt Panik. Da. Ja, der. Prinzipiell sollte man ja vorzielen. Und was er macht, das sieht mehr aus wie Nachzielen oder sowas. Aber schön überschlagen hat er sich. Das muss man nicht mehr lassen. Na Leute, fett danke fürs Zugucken nochmal. Bis gleich im MacLab. Wir gucken uns noch eben die Stats an und das war's. Wusch, wusch. Da sind wir auch schon im MacLab und ja, wie ihr sehen könnt, hat die Kiste eine 275er XL Engine verbaut. Die Hitzeeffizienz liegt bei knapp über 1,30. Bei dem Upgrade ist es nur Endostil. Ich meine, Double Heatsinks ist ja eh Standard und Ferrofibrous Armor verbaut man in der Regel ja nicht in solchen Macs. Die Zusammenstellung der Bewaffnung kam einfach daher zustande, dass ich den Ballistik-Slot auf jeden Fall nutzen wollte für einen netten Punktschaden. Eine AC-10 hat sich da sehr gut angeboten. Und aufgrund der Tonnage einfach, damit man noch schnell genug ist, ist die XL-Engine fast ein Muss gewesen. Deshalb ist es auch nur eine AC-10 und keine AC-20 oder sowas. Und der Rest der Bewaffnung setzt sich einfach darauf zusammen, es sollte relativ leicht sein, aber trotzdem eine ordentliche Effizienz mit sich bringen. Und Streak Shortrange Missiles. 4 Stück von den Dingern bringen nun mal eine wirklich gute Effizienz mit sich, was man beim Gegner da an Schaden raushauen kann. Oder was man kaputt machen kann, wie man nerven kann, was es für ein taktisches Mitbringsel auch ist, ist immer wieder nice. Und die Medium Laser sind halt eine wunderbare Allround-Bewaffnung. Man kann damit, wenn man gut zielen kann, Punktschaden anrichten. Man kann damit mit Glück einen offenen Teil des gegnerischen Mechs treffen und da noch was kaputt machen. Und sie sitzen in den Armen, haben somit eine wirklich ordentliche Beweglichkeit. Die Panzerung ist relativ gleichmäßig aufgeteilt. Also auch für das Verhältnis von der XL-Engine, weil das hier halt ein Hit-and-Run-Mac ist, kann man zum Beispiel bei der Brückenpanzerung nicht auf 12 oder so runtergehen, weil man nun mal auch manchmal vor dem Gegner wieder weglaufen muss. Es ist kein Dauerfeuerbild oder sowas, man könnte es, aber
Es ist zu riskant mit der XL-Engine einfach. Man muss gucken, dass man sich schnell bewegt und deshalb hinten ein, zwei Panzerungspunkte mehr, damit man auch nochmal was wegstecken kann, sollte einen der Feind von hinten nochmal erwischen. Ich bedanke mich bestens fürs Zugucken, Leute. Haut weg und duftes Wochenende.